Die Versteuerung von Photovoltaikanlagen war immer ziemlich kompliziert. Aber das ist jetzt deutlich einfacher geworden. Welche Änderungen es bei Photovoltaikanlagen und der Steuer jetzt gibt, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und zugegebenermaßen war die Versteuerung von Photovoltaikanlagen immer unglaublich kompliziert. Und das Ganze wird jetzt deutlich einfacher. Also jetzt heißt Ende 2022 hat der Gesetzgeber sich eine Vereinfachungsregelung einfallen lassen und die ganze Versteuerung von Photovoltaikanlagen wird deutlich einfacher. Zum Teil ab Anfang 2023 und zum Teil sogar rückwirkend ab Anfang 2022. Was sich genau geändert hat, schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Das Problem bei Photovoltaikanlagen war, dass du Unternehmer geworden bist. Das heißt, sobald du dir eine Photovoltaikanlage angeschafft hast und die zu Hause aufs Dach gepackt hast, dann wurdest du Unternehmer, zumindest nach dem Steuerrecht. Und als Selbstständiger, als Unternehmer in Deutschland musst du dich mit drei Steuerarten beschäftigen. Und zwar mit der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Die Gewerbesteuer war ehrlicherweise nie ein wirklich großes Problem bei Photovoltaikanlagen, weil es bei der Gewerbesteuer einen Freibetrag von 24.500 Euro Gewinn im Jahr gibt. Und so eine normale Photovoltaikanlage, die man zu Hause hat, die macht keine 24.500 Euro Gewinn und deswegen war das ganze Thema Gewerbesteuer nicht wirklich problematisch. Man hat eher Herausforderungen gehabt mit der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Die Einkommensteuer konnte man vermeiden mit der Regelung der Liebhaberei. Also da gab es eine Regelung, die musste man prüfen und unter Umständen konnte man die Liebhaberei ja in Anspruch nehmen und dann musste man keine Einkommensteuer zahlen. Bei der Umsatzsteuer gab es eine komplett eigene Definition von Unternehmertum und es kann durchaus sein, dass du keine Einkommensteuer zahlen musstest, aber Umsatzsteuer trotzdem relevant war. Das heißt, Umsatzsteuer musstest du immer getrennt davon betrachten. Auch die Umsatzsteuer konntest du vermeiden mit der Kleinunternehmerregelung. Aber was du immer machen musstest, du musstest beide Steuerarten betrachten und unter Umständen auch zwei Steuererklärungen abgeben. Und diese ganzen Regelungen wurden jetzt deutlich vereinfacht. Die neue Regelung für die Einkommensteuer, die geht sogar rückwirkend. Also rückwirkend ab dem 01.01.2022. Und die neuen Regelungen zur Umsatzsteuer, die gelten ab dem 01.01.2023. Schauen wir uns als erstes doch die einkommensteuerrechtliche Einordnung an. Und zwar galt in der Vergangenheit immer die Liebhaberei bei Leistungen von bis zu 10 Kilowatt. Das heißt, wenn deine Anlage bis zu 10 kW leisten kann, dann war das für die Einkommensteuer irrelevant. Dann hat man von Liebhaberei gesprochen. Liebhaberei nimmt man immer an, wenn du mit deiner Selbstständigkeit insgesamt einen Verlust machst. Und davon konnte man ausgehen, wenn deine Anlage unter 10 kW geleistet hat. Wenn deine Anlage mehr als 10 kW geleistet hat, dann musstest du den Einzelfall prüfen. Auch da hätte es durchaus sein können, dass du mit deiner Anlage insgesamt einen Verlust machst. Also über die gesamte Dauer, in der du diese Anlage betreibst, dass du da einen Verlust machst. Auch dann ist man von Liebhaberei ausgegangen und auch dann musstest du keine Buchhaltung machen, keine Anlage EUR und auch die Einnahmen und die Einkommen nicht versteuern. Wenn deine Anlage aber über 10 kW lag und über die gesamte Laufzeit einen Gewinn gemacht hat, musstest du eine Buchhaltung machen und darauf Steuern zahlen. Das bedeutet, dass du sowohl die Einspeisevergütung versteuern musstest, aber tatsächlich auch die Privatentnahme. Das heißt, die Entnahme des Stroms aus deiner eigenen PV-Anlage musstest du versteuern. Grundsätzlich klingt Steuerpflicht ja jetzt erstmal doof. Der große Vorteil bei der Steuerpflicht ist aber, dass du dann auch die Kosten immer gegenrechnen durftest. Das heißt, du konntest die Installationskosten, die Anschaffungskosten, die Wartungskosten und so weiter steuerlich geltend machen. Das Ganze ist nicht möglich, wenn wir von Liebhaberei sprechen. Das Ganze ist wirklich immer nur dann möglich, wenn du tatsächlich auf die Gewinne auch Steuern zahlst. Und diese Grenzen wurden jetzt geändert. Aus den 10 kW werden jetzt oder wurden jetzt 30 kW. Und zwar rückwirkend ab dem 01.01.2022. Das heißt, bei allen Anlagen, die bis zu 30 kW leisten, geht man davon aus, dass es Liebhaberei ist. Das bedeutet, alle Einkünfte daraus sind steuerfrei. Das bedeutet auch keine Buchhaltung, keine Einnahmenüberschussrechnung und keine extra Anlagen in deiner Einkommensteuererklärung. Das klingt erstmal nach hervorragenden Neuigkeiten. Bei Mehrfamilienhäusern gelten nicht die 30 kW, sondern 15 kW pro Wohneinheit. Also wenn 5 Wohneinheiten in dem Haus sind, dann rechnest du 5 mal 15 sind 75 kW. Der ein oder andere smarte Unternehmer denkt sich jetzt vielleicht, steuerfreies Einkommen. Daraus könnte ich ein Geschäftsmodell machen. Ich nehme einfach ganz viele Photovoltaikanlagen, vielleicht miete ich Dächer an und so weiter und packe da überall PV-Anlagen drauf und dann habe ich das alles steuerfrei. Das geht leider nicht. Und zwar ist die Begrenzung pro Person oder pro Unternehmen bei 100 Kilowattstunden. Das heißt, bis zu 100 Kilowattstunden pro Person ist steuerfrei, ist Liebhaberei und alles darüber wird dann auch wieder steuerpflichtig als Gewerbeeinkünfte. Und das Ganze ist verpflichtend. Das heißt, wenn deine Anlage bis zu
30 kW leistest, musst du die Liebhaberei in Anspruch nehmen. Es kann ja vielleicht sein, dass du gerne Steuerpflicht haben möchtest, weil das auch gleichzeitig bedeutet, dass du die Kosten ansetzen kannst. Also die für die Installation, die Anschaffung, für die regelmäßige Wartung und so weiter. Und du würdest diese Kosten gerne steuermindernd in deiner Einkommensteuererklärung geltend machen. Das geht leider nicht mehr. Solange deine Anlage bis zu 30 kW leistet, gehst du von Liebhaberei aus. Immer. Eine Steuerpflicht kannst du nur erreichen, wenn deine Anlage etwas mehr leistet. Alles darunter bedeutet keine Steuerpflicht und gleichzeitig auch keine Möglichkeit, die Ausgaben steuermindernd geltend zu machen. Soweit zum Thema zur Einkommensteuer. Neben der Einkommensteuer war auch immer die Umsatzsteuer besonders wichtig. Die Umsatzsteuer ist umgangssprachlich auch bekannt als Mehrwertsteuer. Und auf allem, was wir kaufen so in Deutschland, ist Mehrwertsteuer. Und das erhöht den Preis, meistens um 19%. Und so war das auch immer mit PV-Anlagen und auch der Installation von PV-Anlagen. Das heißt, wenn ich eine Rechnung für meine Photovoltaikanlage bekommen habe, dann habe ich natürlich einmal auf meiner Rechnung den Nettopreis gesehen, plus den Umsatzsteuerbetrag und ich musste beides zahlen. Und ich als Unternehmer und Selbstständiger in Deutschland habe die Möglichkeit, diese Umsatzsteuer mir vom Finanzamt wiederzuholen. Das geht aber immer nur, wenn ich mich für die Regelbesteuerung entscheide. Und das haben deswegen auch relativ viele Leute gemacht, weil die PV-Anlage wird dadurch einfach günstiger, weil du diesen Umsatzsteuerbetrag vom Finanzamt wiederbekommst. Wenn dir das Ganze zu viel bürokratischer Aufwand war, konntest du dich auch immer für die Kleinunternehmerregelung entscheiden. Das heißt, das war dann relativ simpel. Du hast einfach gesagt, mit der Umsatzsteuer will ich nichts zu tun haben und hast einfach mit Bruttobeträgen gerechnet. Das war deswegen ganz nett, weil du dich mit dem Thema Umsatzsteuer nicht weiter beschäftigen musstest. Es hat allerdings auch die Anschaffung und die Installation deiner PV-Anlage teurer gemacht. All dieses ganze Thema ist in Zukunft nicht mehr notwendig, weil der Gesetzgeber entschieden hat, dass die Anschaffung und die Installation der PV-Anlage keine Umsatzsteuer mehr enthalten sollte. Das heißt, der Umsatzsteuersatz für die PV-Anlagen wird von 19% auf 0% abgesenkt. Und dadurch ergibt es überhaupt gar keinen Sinn mehr, die Regelbesteuerung zu wählen, weil ja sowieso keine Umsatzsteuer enthalten ist. Das heißt, in Zukunft solltest du grundsätzlich pauschal Kleinunternehmerregelungen wählen. Es kann jetzt natürlich sein, dass du in diesem Jahr oder im letzten Jahr eine PV-Anlage angeschafft hast und dich für die Regelbesteuerung entschieden hast. Und auch dann wäre es für dich sinnvoll, so schnell wie möglich in die Kleinunternehmerregelung zu wählen. Du bindest dich allerdings für 5 Jahre. Das heißt, wenn du dich freiwillig für die Regelbesteuerung entscheidest, musst du mindestens 5 Jahre in der Regelbesteuerung bleiben. Ich habe zu diesem ganzen Steuersparmodell, das in der Vergangenheit möglich war, ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir oben rechts einmal. Wichtiger Hinweis ist, dass dieses Modell nur noch bis zum 31.12.2022 gelten wird. Nur dann kannst du die Regelbesteuerung wählen, um die Vorsteuerbeträge dir zurückzuholen. Ab dem 01.01.23 ist das Ganze überhaupt gar nicht mehr notwendig, weil dann alle Anschaffungskosten und Installationskosten von PV-Anlagen grundsätzlich umsatzsteuerfrei sind. Leider gibt es aber rückwirkend auch keine Umsatzsteuerbeträge zurück. Das ist der Grund, warum die Regelung erst ab dem 01.01.23 gilt, während die einkommensteuerrechtliche Behandlung schon ein Jahr früher gilt, und zwar ab dem 01.01.22. Zum Abschluss dieses Videos noch ein ganz wichtiger Hinweis für alle Selbstständigen. Wenn du selbstständig bist und eine PV-Anlage betreibst oder betreiben möchtest, dann solltest du wissen, dass du nach dem Umsatzsteuergesetz nicht mehrere Unternehmen haben kannst. Du bist ein Unternehmen. Auch wenn du eine PV-Anlage betreibst und mit deiner Selbstständigkeit etwas ganz anderes machst, nach dem Umsatzsteuergesetz bist du ein Unternehmen. Und das kann zu einem riesengroßen Problem führen. Denn wenn du in deiner Selbstständigkeit über den Grenzen der Kleinunternehmerregelung bist, dann kannst du sie nicht mehr für die PV-Anlage in Anspruch nehmen. Das heißt, du rechnest deine gesamten Umsätze zusammen, inklusive der PV-Anlage, und wenn du dann über den Grenzen bist, dann kannst du sie auch für die PV-Anlage nicht mehr in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass du Umsatzsteuer zahlen musst auf die Einspeisevergütung und auf die Privatentnahme. Und das ist ein riesengroßer Nachteil im Vergleich zu Angestellten. Und es gibt da auch keine wirkliche gute Lösung, wie du das umgehen kannst. Deswegen würde ich dir, wenn du selbstständig bist, dringend empfehlen, dass du keine PV-Anlage kaufst, sondern sie vielleicht von deinem Ehepartner gekauft wird oder von den Kindern oder den Großeltern oder von den Eltern oder wer auch immer. Du solltest als Selbstständiger vermeiden, dass du in deiner Steuererklärung eine PV-Anlage hast, weil die Kleinunternehmerregelung nur für deine gesamte unternehmerische Tätigkeit gilt und nicht nur separiert für die PV-Anlage. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du zu dem ganzen Thema noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und ich hatte schlechte Nachrichten für dich, falls du selbstständig bist. Jetzt habe ich aber ganz gute. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung. Und auch zum Thema PV-Anlagen können wir dir gerne weiterhelfen. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.